Ja, wir kommen ein bisschen hoch rein vom Winkel her. Das kann man sicherlich noch irgendwo korrigieren. Hoppala, so nicht. Ja, oder wir machen das dann auf dem Flug. Kilometer. Okay, wir machen noch mal eine Mid-Course-Correction dann. Das heißt, wir werden jetzt hier, zack, den noch mal löschen und den als rein Kursdings machen. Zack. Hallo? Jetzt zack weg. So. Add-Manöver. Und dann gucken wir, dass wir hier erstmal einfach nur einen sauberen Flyby machen. Das sieht gut aus. Und schon mal. So auf 200 Kilometer rangehen. So, und dann haben wir so eine kleine Korrektur zu machen. Die wird uns aber in aller Voraussicht nach nicht besonders viel Sprit kosten. Weil was wir dann im Flyby machen, das ist Escape, genau. Also die Raumstation ist in diese Richtung unterwegs. Wir kommen so geflogen. Was wir dann in der Mid-Course Correction machen, ist das Manöver hier runterziehen. Dass wir dann sauber auf Höhe der Raumstation vorbeikacheln. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns sauber eingebremst bekommen. Weil auf dem Kurs spricht auch nichts dagegen, dann irgendwie zur Basis runter zu fliegen mit dem zweiten Modul. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal ein gutes Transferding für beide von diesen Modulen. So, und hallo auch an den Emojack. Hey, du kannst gleich mal den Link zu deiner geilen Folge posten. Ich habe sie noch nicht lobend erwähnt, aber jetzt mal lobend erwähnt. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber der Jack hat mir gesagt, sie war awesome. Die letzte Folge von Life is Strange, die er gemacht hat. Wohl sehr emotional aufwühlend. Ich freue mich drauf, sie mir noch anzugucken. Und Jack hat hiermit meine hochoffizielle Erlaubnis. Warte mal, ich muss mal kurz dem Bot sagen, dass das auch so ist. Emojack 199. Gerne einen Link zu dieser Folge zu posten, weil wegen awesome und so. So. Gut, jetzt machen wir aber mal unser Manöver in 3 Minuten. Das Manöver dauert estimated 4 Minuten. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich langsam mal anfangen und nicht so viel rumquatschen. Ich ziehe hier mal den Bootsschirm. So. So. Also, wir richten uns mal grob auf den Erdboden aus, weil das immer sehr gesund ist. Zack. Und dann heißt es auch schon Feuer frei. So. Wir sind unterwegs in Richtung Mond. Sollen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Periapsis nicht unter die 70 Kilometer drücken mit der Aktion, weil durch die Atmosphäre müssen wir nicht unbedingt nochmal durch. Das wird grob hinhauen, dass wir mit der Zündung hier diese Triebwerksstufe tatsächlich noch komplett nutzen können. Und wir können sogar noch die Intercourse Correction auf dem Weg zum Moon rüber wahrscheinlich mit der Stufe fliegen. Das Bremsen werden wir wahrscheinlich irgendwie über diese Stufen abwickeln müssen. Werden wir mal gucken. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Sprit hier runter transferieren, damit das die Triebwerke machen können. Aber die andere Kiste dann den Sprit abgibt, weil das Teil hier braucht nicht besonders viel, um zur Station zu fliegen und kann halt, wie gesagt, an der Station nachtanken. So. Sehr schön. Also, unser Transfer sieht gut aus. Wir sind unterwegs. Kann man hier eigentlich Habitation anmachen? Nö. Nur Life Support. Ist Life Support gut für unseren Strom? Geht so. Hält sich. Okay. Gut, also wir haben nicht besonders viel Habitation in der Kiste drin, ist aber nicht so wild, denn wir sind ja nur unterwegs zum Mond schnell mal. Und auf der Station wird es ausreichend Habitation für unsere Leute geben. So, 99 Kilometer Periapsishöhe, auch das sieht gut aus. Also wir drücken uns jetzt gerade so an der Erdatmosphäre oder an der Körbenatmosphäre vorbei und da trinke ich nochmal einen Schluck Tee drauf.
Ja, und ich hatte es ja schon mal gesagt, also unbedingt, wenn ihr auf so Telltale Games steht und noch jemand sucht, der das mit einer guten, ich möchte fast schon sagen, sympathischen, freundschaftlichen Stimme erzählt, sich selbst nicht so aufdrängt, sich im Hintergrund hält und der Geschichte ihren Lauf lässt, müsst ihr unbedingt bei Emo Jack Life is Strange gucken. Ich kann es nur empfehlen. Sehr, sehr entspannt. Ich bin sehr traurig, dass ich es am Freitag leider verpasst habe, weil ich brach im Bett gelegen habe und nicht fähig war, irgendwas aufzunehmen. Ja. So. Sehr gut. Der Burn läuft so vor sich hin. Wir sind, ja, 20, 25 Delta V Puffer haben wir dann noch übrig. Mal gucken, ob das reicht für unsere Mid-Course-Correction. Immer wieder gerne, Jack. Immer wieder gerne. Hast es ja auch verdient. Und ich muss mir auch meinen Ruf wahren, dass ich dein größter Fan bin. Mit Autogrammkarte. Die habe ich hier immer bereit liegen. Einfach nur, um sie vorzuzeigen. Weltgrößter Emo-Jack-Fan. Dabei bin ich gar nicht so groß. So, jetzt aber langsam mal das Manöver zu Ende bringen hier. Bitte bringt mich nicht zum Lachen, das funktioniert noch nicht so gut. So, also alles ernst bleiben. Ganz ernst bleiben. Das ist hier alles Serious Space Science. Da gibt es nichts zu lachen. So. Zack, 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 zack. Genau, Reputation ist für weitere Aufträge. Viel Reputation bringt gewinnbringendere Aufträge, fortschrittlichere Aufträge und so weiter und so fort. Genau. Da liegst du nicht falsch mit. Da liegst du nicht falsch mit. So. Hundert. 50, 127, ja, 23 Toleranz. Das sieht gut aus. Und ich denke mal, wenn wir an der richtigen Stelle korrigieren, sollten wir mit den 23 Delta V relativ viel rausholen können. Schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier so exakt wie möglich hinbekommen. Also ich nehme jetzt ein bisschen Schub raus, um möglichst genau arbeiten zu können. Irgendwo kommt jetzt hier gleich unser Manöver, da ist es. So, das wird nicht ganz treffen, weil wir halt nicht auf der Stelle exakt brennen können, aber wir machen das mal so nah wie möglich. Mal gucken, auf die 200 Kilometer wollten wir runter. Gucken, ob wir das schaffen. Ja, wir ein bisschen overcommitten müssen. Da kommt er. Okay. Ich glaube, ich stoppe ihn jetzt da erstmal. Den Rest machen wir in der Mid-Course-Correction, wo wir einen guten Winkel dafür haben. Gut, wir sind unterwegs. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich auch schon mal direkt anfangen, die Mid-Course-Correction zu planen. Und die bietet sich wahrscheinlich hier so an. Da sind wir weit entfernt, aber haben schon einen guten Winkel. So, und weit entfernt und guter Winkel heißt, mit relativ wenig Aufwand kann man eigentlich relativ viel Budenzauber betreiben. Wie ihr seht. So. Trotzdem werden wir mit den 17 Delta V, die wir haben, nicht ganz hinkommen. So. Aber man kann relativ viel rausholen mit relativ wenig Delta V. Wupp. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal direkt auf die Bahn der Raumstation, einfach nur, weil es geht, na, so gut wie möglich. Wir kommen nicht ganz exakt rein. So. Jetzt machen wir mal. Nicht Add-Manöver, ich würde gern. Das ist gar nicht schlecht, ne? Also wir kommen fast. Fast auf dem Rendezvous ran. Also unser Intersect ist dann 172 Kilometer. Das spricht auch dafür, in einer etwas höheren Umlaufbahn zu bleiben, damit wir die Raumstation aufholen lassen können. So, und dann splitten wir hier unsere Landeeinheit ab und ich hoffe, die hat dann auch genug
Bums, um noch landen zu können. Das werden wir sehen. Das werden wir dann sehen. So, haushalten mit dem Sprit. Haushalten. Gut, jetzt in 11 Minuten erstmal unsere Zwischenkorrektur. So. Da drehen wir uns mal fröhlich hin. Och, wisst ihr was? Ich könnte die mit RCS machen, oder? Ich habe doch tonnenweise Monopropellant, das ich eh für nichts Sinnvolles brauche. Ha, ich mache das jetzt fertig, dann sprenge ich das ab und dann mache ich den Rest schnell mit Monoprop. Mal gucken, wie effizient das funktioniert. Weil das... Ja gut, den Rest, fast alles meine ich damit. Mal gucken, wie gut das geht. Können wir uns ein bisschen Sprit sparen. So. Ich zünd jetzt schon mal, weil wir werden mit Monoprop dann ein bisschen länger brauchen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, zack, das ist empty. Jetzt wartet mal kurz, jetzt machen wir mal Staging und Staging. Das war das Fairing. Das war, was wir loswerden wollten. So, jetzt gucken wir mal. Naja. Naja, wie viel verbrauchen wir? Nicht so besonders viel. Ich mach mal den Physics Time Warp an. Das geht schon. Kommt man vorwärts mit. Ich blase jetzt mal ein bisschen was raus, bis wir so 20 Monopropellant haben. Einfach weil... Ich brauch's halt für nichts anderes. Und es ist auch nur zusätzliches Gewicht, was ich mit rumschleppe. Und 20 Monoprop reichen mir locker für eine Docking-Aktion. Von daher lieber erstmal ein bisschen was sparen, weil es auf der anderen Seite auch unsere Delta-V, das seht ihr oben links gerade nach oben, zählt. Denn nicht nur fliegen wir das Manöver, sondern wir machen die Rakete gleichzeitig auch leichter. Ja, der estimated nicht besonders gut mit Monoprop. Das funktioniert nicht so besonders gut. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht 6 Tage, 7 Tage burnen, sondern bis unser Monoprop auf 20 runter ist. Dann machen wir den Rest mit dem Triebwerk. So. Und 20. 0,00. So, und jetzt können wir den Rest mal ganz vorsichtig. Huch. Wie ist das denn passiert? Das war schon ein bisschen zu viel des Guten. Dankeschön. Das kommt davon, wenn man es später macht. Ja gut, aber ist alles noch in Ordnung. Immer einen Blick auf der Karte behalten bei sowas. So, jetzt können wir nämlich schon mal gucken, dass wir hier wahrscheinlich ein bisschen Sprit zurücküberweisen. Damit die Kiste hier auf jeden Fall ausreichend Sprit hat. So, und damit später keine Unfälle passieren, wird jetzt schon mal die Antenne ausgefahren und auch Strom produziert. Mit der unten liegenden Stufe. Hatte ich den Probe-Coder eigentlich reingepackt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Gott sei Dank. Das wäre peinlich gewesen, wenn ich das nicht getan hätte. Das wäre ziemlich peinlich gewesen. So, zack. Haben wir das. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch mal gucken, hier brauchen wir, wie viel Delta-V brauchen wir denn, um zu bremsen? Okay. Schwupp. Ich würde sagen, das machen wir dann noch mal mit dem Triebwerk. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind 1000 und ein bisschen drin. Hier sind 720. Okay, und dann überweisen wir das restliche Fuel aus der Aktion
an unsere untere Cannot Autowarp so fahren. Aber so weit wollte ich auch gar nicht Autowarpen. Ich wollte zum nächsten Manöver. Ja. Yep. Sehr cool, dankeschön. So, da kommen sie gefahren, geflogen, gedriftet, was auch immer. Gut, auf jeden Fall sieht es schon mal gut aus, dass die Triebwerke sauber brennen und uns nicht in Rotation versetzen. Das heißt, wir werden jetzt einmal diesen kurzen Orbitalbremsvorgang machen. Der dürfte ziemlich exakt retro sein. Und können auch schon fast der Raumstation winken. Die ist nämlich... Na gut, ist noch ein bisschen Mond dazwischen. Aber wir sind jetzt halt auch ein bisschen schneller unterwegs gewesen als geplant. So, wir zünden jetzt erstmal unsere Bremse. Um das Teil hier in den Orbit zu bekommen. So wie es sich gehört. Und dann füllen wir gleich einmal den Tank nach. Damit das Teil hier auch noch landen kann. Und der hier muss dann eigentlich nicht mehr viel leisten. Mit dem Treibstoff. Deshalb können wir mit ruhigem Gewissen Treibstoff abgeben. An die Stufe. Das wird eher so ein knappes Ding. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das reicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind nicht unbedingt die effizientesten Triebwerke, um es mal nett zu formulieren. So. Gut. Bisschen was geht noch. Und aus. Gut, damit sind wir da drüben. Also ich wollte jetzt schon mal so weit wie möglich runter. Oh Gott. Gut, jetzt Sprit transferieren. Zack, zack. Also wir geben der Kiste jetzt genug Sprit, damit sie hoffentlich ihre Landung schafft. Sie hat jetzt natürlich eine sehr lausige Delta-V. Das wird sich natürlich dadurch ändern, dass wir gleich die obere Stufe mal abkoppeln. Dadurch sollte das ein bisschen besser sein. Also ab jetzt gehen die Jungs dann auch getrennte Wege, würde ich sagen. Als allererstes mal decoupeln wir... Ich guck nochmal sicherheitshalber. Also, das ist draußen. Strom ist draußen. Also, eigentlich spricht nichts dagegen, den Decouple zu machen. Zack. So. Bisschen Angst habe ich jetzt davor, aber mal gucken. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Houston, wir haben ein Problem. Da werden wir natürlich nicht besonders viel Schub mitentwickeln. Und ratet mal, wer kein Werkzeug mitgenommen hat. Ja, ja, gut, dass es einen Engineer an Bord gibt, aber gut, dass der Engineer überhaupt kein Werkzeug mit dabei hat. Da waren sie wieder, die Notfallsituation. Der kann das disamblieren, aber ich glaube, der kann das nicht disamblieren ohne Werkzeug. Oder? Oh, Gott sei Dank. Haha, guck mal, und Material Kits haben wir auch gleich aufgefüllt. Gott sei Dank, Neo, du hast uns richtig den Tag gerettet. Notfalleinsatz an der Raumfähre. Ich dachte, er braucht ein Werkzeug dafür, aber wieder was gelernt. Er braucht es Gott sei Dank nicht. Neo hat das mit bloßen Händen weggerissen. Jawohl, und wir können fliegen. Ha, Gott sei Dank. Neo, bester Mann im Team. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst die Primärmission. Wir machen zuerst mal ein Manöver fertig, um der Raumstation ein bisschen näher zu kommen. Dafür sollten wir den Orbit über ihren Orbit heben. So. Jawohl. Die 7,8 Meter können wir mal machen. Hä?
Hashtag Neolom. Genau, Held der Arbeit. So sieht's aus. Oh oh, Electric Charge geht ein wenig alle, weil ich Live-Support laufen habe. Den kann ich aber ausmachen. So. Wir brauchen nämlich gar nicht so viel Essen. Guck mal, ihr habt noch 11 Tage. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. So, in 12 Minuten ist unser Manöver. Da bringen wir uns dann mal... Guck mal, da unten ist übrigens... Was ist das? Unsere erste Basis oder unsere zweite Basis? Das müsste sogar die zweite Basis sein, oder? Wir fliegen gerade über... Ja. Das ist die Moonbase Bravo, über die wir gerade drüber fliegen. Da unten ist sie. Da unten ist sie. Einmal winken. Wir wollen aber... Das ist die Raumstationsmission. Aber da hinten ist eure Versorgungsgüter. Die kommen dann gleich. Nächste Umlauf oder so. Vielleicht auch übernächste. Müssen wir mal gucken. So, jetzt einmal gucken, dass wir hier ans Manöver rankommen. Das reicht. Dann kurz und knackig 7 Delta V rausschmeißen. Wohin entschwand denn jetzt eben die Landeeinheit? Die Landeeinheit fliegt hinter uns noch im Orbit. Die wartet. Aber wir machen erstmal das Docking-Manöver an der Station, weil das ist unsere Primärmission, um die es geht. Das ist die Landeeinheit da hinten, da sieht man sie. Irgendwo noch, da auf 3, irgendwas Kilometer. Kann man noch umschalten? Nee, ist zu weit weg. Die ist im Orbit über der Moonbase Bravo, weil wenn wir hier langkommen, kommt die da auch sinnigerweise lang und die werden wir dann später gleich landen. Wir machen jetzt erstmal kurz ein bisschen lustiges Karussellfahren. So. Denn wir müssen jetzt erstmal warten, dass unsere liebe Raumstation sich uns ein wenig nähert. Dafür haben wir ja diesen etwas höheren Orbit eingeschlagen. Die holt jetzt nämlich langsam auf. Und dann können wir gleich... Was ist hier eigentlich los? Ah, eine Sonnenfinsternis. Das erklärt natürlich auch, warum ich keinen Strom kriege. Na gut, irgendwas ist ja immer. Arr. Da ist sie. So. 290 Kilometer noch. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Da gab es wieder Strom, also die Sonnenfinsternis ist vorbei. Sehr schön. Raumstation ist noch auf 287. Wir können mal am nächsten Descending-Manöver planen, damit wir... auf die gleiche Ebene kommen. Wie unsere liebe Raumstation. So. Dann können wir hier mal Warp to Next Manöver sagen. Währenddessen nähert sich die Raumstation ja auch immer weiter an und dann sind wir schon mal auf der gleichen Ebene. Und können uns gleich mal an die Raumstation ankuscheln. Das sollte aber eigentlich ganz gut klappen. So, unsere Versorgungsmission ist auch ganz gut unterwegs. So, wir haben noch knappe 170 Kilometer, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, 170 Kilometer zur Raumstation. So, ich drehe uns mal sauber ins Licht mit unseren Paneelen. Und dann wird hier einmal kurz das Angleichmanöver geflogen. Ihr seht schon, wir haben mehr als genug Delta V, dass die andere Mission unseren Sprit haben konnte. Ich hoffe mal trotzdem, dass das reicht bei der anderen Mission, weil die ganz schön viel Gewicht mit sich rumschleppt. So, das erledigt. Hier haben wir jetzt noch eine Separation von 159 Kilometern. Mal gucken. Es wird ja langsam.
Ich glaube, im nächsten Umlauf können wir langsam mal gucken, ob wir bremsen. Oh, perfekt. Perfekt, 4,8 Kilometer. Ja, ich glaube, den nehmen wir einfach direkt so. Und ich korrigiere jetzt gar nichts. Und wir gehen bei den 4,8 Kilometer Annäherung. Machen wir dann ein Rendezvous draus. Hervorragend. Mensch, es läuft ja. Einfach so mal ein Rendezvous geschafft. Aus Gründen. Hat halt einfach gepasst. Augenmaß, sage ich mal. Augenmaß. So, also wir nähern uns quasi dieser Station an, ohne was Sinnvolles dafür getan zu haben. Ach, Valentina ist halt einfach eine Top-Pilotin, ne? Kann man nichts sagen. So, Docking-Licht wird eingeschaltet. Kapselbeleuchtung natürlich sinnvollerweise aus. Cooler Wechseleffekt, so wie bei einer Flugzeuglandung. Und Zebrom, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten und auch dir natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, und jetzt harren wir mal der Dinge, die da kommen. Ich würde sagen, wir bremsen uns jetzt mal kurz an. Viel Unterschied ist ja nicht. So, und dann geht's auch schon Richtung Ziel. Und da wir ordentlich viel Delta-V haben, können wir auch ordentlich viel Gas geben, um das nicht lange in die Länge zu ziehen oder groß in die Länge zu ziehen. Das heißt, wir beschleunigen jetzt mal ordentlich raus auf so 40, 50 Meter pro Sekunde. Und dann bremsen wir gleich auch wieder 40, 50 Meter pro Sekunde. Wie es halt im Weltall so ist. Sehr schöne Serie, wo man sowas übrigens sehen kann, ist The Expanse. Sehr tolle Darstellung von Raumschiffen, die bremsen und so weiter. Also generell sehr viele Dinge, die sehr schön dargestellt sind. Sci-Fi-Serie natürlich, aber trotzdem nicht zu verachten, wie viel Mühe sie sich geben, solche Sachen realitätsnah, nenne ich es mal, darzustellen. So, 2 Kilometer. Da kommt sie. Die Raumstation. Ich hoffe, das ist die richtige Raumstation. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber. Ja, Moon Space Station sieht gut aus. Okay, wir fangen mal an zu bremsen, würde ich sagen. Sonst fliege ich dran vorbei. So. Die Expanse. Der Expanse. Die Expansion, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, wahrscheinlich. Genau, TJ hat es richtig geschrieben. Gibt's auf Netflix Staffel 1 und 2 mittlerweile und ich glaube, die dritte Staffel wird gerade produziert, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt gehen wir in die andere. Genau. Das ist ja, musst du nicht husten. Das ist für Husten bin ich zuständig. Gibt's auf Netflix. So, das kann man ja auch mit einmal kurz googeln selber rausfinden. Ist auf jeden Fall eine Serie, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Auch, wie ich finde, eine ganz coole Story. Also ich finde es sehr unterhaltsam. Ich harre mittlerweile allerdings auf Season 3. Ich habe die 1 und die 2 durch. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Aber mehr sage ich dazu nicht, weil sonst fange ich direkt schon wieder an, irgendwelche Sachen zu spoilern. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt sogar Scott Manley-Videos, wie er die Physik aus The Expanse erklärt. Aber ihr müsst natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass ihr euch mit sowas auch ordentlich wegspoilert. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hebt euch die Videos vielleicht für später auf. So, wenn ich das richtig sehe, ist da das Dings. Dann sind hier auch die ganzen Docking-Ports. Sehr schön. Wir kommen also auch von der Seite rein, wo die Docking-Nodes sind, an denen wir docken wollen. Das läuft ja. Das ist ja hier quasi. Es ist wie einem kleinen Kind ein Lolli klauen, nur im Weltall mit andocken. So, unser Ziel der Wahl ist gesetzt. Nochmal sicher gehen, Control from here. Jawohl. Wir sind sauber auf Kurs. Das sieht doch gut aus. Da können wir ja direkt ein Docking draus machen.